So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Elder Scrolls Online. Mein Name ist immer noch Dominik und ja, wir sollen jetzt das gestrandete Schiff untersuchen. Und das tun wir doch einfach mal. Dann gehen wir mal los. Also hier ist ja einiges aktiv. So, nehmen wir mal hier ab. Und den Quartiermeister will, das tun wir doch. Ihr seid keine schlüpfrige Seewiper oder ein faulmündiger Schiffbrüchiger. Erklärt euer Anliegen der Mannschaft der Vagabund. Ein Seesoldat des Dominions wurde in einer Höhle in der Nähe getötet. Der Orkan hat hunderte von Seesoldaten getötet. Was spielt es da für eine Rolle, wenn einer von ihnen in einer Höhle starb? Er wurde bei einer Art Ritual ermordet. Sein Trupp braucht Verstärkung. Oh, nun, bis sie wieder seetüchtig ist, ist die Vagabund wie ein Huhn im Wolfsbau. Vielleicht können eure Seesoldaten ja beweisen, dass sie nicht nur Frachtstücke auf zwei Beinen in schimmernder Rüstung sind. Wenn sie mit anpacken, denke ich über Verstärkung für sie nach. Sind sie dazu bereit oder haben sie nur eine große Klappe? Ich bin mir sicher, dass sie helfen werden, wo sie nur können. Und ich bin sicher, dass sie genauso nützlich wie im Orkan sein werden. Falls Sie das Gegenteil beweisen möchten, sind Sie herzlich dazu eingeladen, zur Abwechslung etwas Ordentliches zu arbeiten und die Lecks im Laderaum der Vagabund zu flicken. Vielleicht finden Sie irgendwo in den ganzen Wracks hier einen Ersatz für das Steuerrad. Ich werde schauen, ob Sie das Steuerrad besorgen und das Schiff flicken können. Oh, und unser Sonnensichter. Er muss über Bord gefallen sein, als wir gestrandet sind. Unser Ausguck sah, wie diese skingfingerigen Piraten damit abgehauen sind. Ihr werdet den Sonnensichter zurückholen müssen, koste es, was es wolle. Ich habe ein paar Fragen. Reden ist immer leichter, als kräftig anzupacken. Schon klar. Nun, fragt. Was ist ein Sonnensichter? Kapitän Jemila verwendet ihn zum Navigieren. Ich könnte euch lang und breit erklären, wie die Sonne und die Sterne die genaue Position des Schiffs anzeigen. Aber das ist alles völlig einerlei, solange die Seewipern ihn haben. Okay, und wer sind die Seewipern? Seepocken am Arsch. Sie sind alle Meereselfen. Marormer nennen sie sich. Nichts weiter als Piraten, wenn ihr mich fragt. Manche sagen, sie hätten eine besondere Verbindung zum Element des Wassers selbst. Doch das ist eine Lüge. Jeder kann Wettermagie lernen wie sie. Erzählt mir von der Vagabund. Der Stolz der Langküste. Wir werden weiter für das Dominion segeln, solange sie uns dafür bezahlen, feindliche Schiffe auszurauben. Seid ihr Piraten? Jone und Jode, lasst das bloß nicht den Kapitän hören. Piraten rauben und plündern nur für sich selbst. Wir sind Freibeuter. Was bedeutet, dass wir das Gleiche für jeden machen, der uns dafür bezahlt? Ein entscheidender Unterschied. Und wer hat hier das Kommando? Kapitän Jemila hat vor ein paar Jahren das Kommando über die Vagabund übernommen. Sie ist schlau, gerissen und mordsgefährlich, wenn man sie ärgert. Sie hat auch mehr Glück als jeder andere, dem ich je gedient habe. Jedes Schiff in der Flotte wurde an den Küsten von Kenartis Rast in 1000 Stücke zerschlagen. Jedes Schiff, bis auf die Vagabund. Gut, dann machen wir uns mal an die Arbeit. Dann machen wir mal hier optionale Schritte. Da gehen wir erstmal hier rein, das ist auch am nahesten. Dann machen wir mal ein bisschen wieder mal eine kleine Auffüllung des Lagers.
So, schauen wir mal. Schon echt ganz schön viel. Was ist das? Korrisiertes Hemd. Das ist nicht so meins. Hintere Leck. Dies sind keine Seeleute des Dominions. Sie sind Freibeuter. Was für ein Glück. Quartiermeister Oblan hat Verstärkung versprochen, sobald die Vagabund repariert ist. Wir werden dieser alten Seekatze zeigen, was die Seesoldaten des Dominions alles zustande bringen können. Okay, die Vagabund braucht ein neues Steuerrad. Edelas ist der beste Spürhund im ganzen Regiment. Wenn ihr möchtet, schicke ich ihn raus, um nach einem neuen Steuerrad zu suchen. Soll er machen. Er ist auf dem Weg. Gibt es sonst noch etwas, das wir tun könnten? Die Siebelwürder haben den Sonnensichter der Vagabund gestohlen. Unglorn ist unser bester Spurenleser. Er kann den Sonnensichter schnell zurückholen. Sicher schickt Unglorn los, um den Sonnensichter zu besorgen. Die Seewipern, die den Sonnensichter haben, tun mir fast ein bisschen leid. Unglorn wird ihn ziemlich bald wiederhaben. Was muss sonst noch getan werden? Es gibt nichts mehr zu tun. Dann wird es Zeit, dass dieser räudige Freibeuter sein Versprechen hält. Vielleicht solltet ihr das Reden übernehmen. Ich würde ihn nur aufziehen. Na gut. Das ging schnell. Gut, es gibt Platz auf der Vagabund für eure Seesoldatenfreunde, solange sie für ihre Mahlzeiten arbeiten. Ihr habt Verstärkung versprochen. Ich sagte, ich würde darüber nachdenken. Kapitän Jemila ist die Einzige, die diese Entscheidung treffen kann. Mhm. Was sagt denn euer Kapitän dazu? Etwas, das ihr gerne hören werdet. Ihr habt die Vagabund gerade wieder seetüchtig gemacht. Und Kapitän Jemila begleicht immer ihre Schulden. Geht und sprecht mit ihr. Sie beißt nur, wenn sie einen guten Grund dazu hat. Mhm. Okay. Gehen wir mal zu ihr. So, ein bisschen Jamila. Dank unserer Bemühungen kann die Vagabund die Segel setzen, sobald die Flut kommt. Diese Seesoldaten haben auch ihren Teil geleistet. Ich habe keine Verstärkung, aber ich biete etwas Besseres. Ich weiß, wer die Soldaten des Dominions tötet. Und ich weiß, wie man das beendet. Okay, was meint ihr?
Unser Ausguck hat gesehen, wie die Seewipern einen Seesoldaten des Dominions in eine Höhle gezerrt haben. Später hat er gesehen, wie eure Freunde die Leiche des Seesoldaten geborgen haben. Wenn wir nicht so knapp besetzt wären, hätte ich seine Rettung befohlen. Aber drei Leute aus meiner eigenen Mannschaft werden vermisst. Was ist eurer Mannschaft zugestoßen? Bevor wir die Gefahr erkannten, habe ich meine Mannschaft losgeschickt, die Untiefen nach Brauchbarem abzusuchen, mit dem wir die Vagabund reparieren können. Wir dachten schon, sie wären verschwunden. Aber eine ist gerade eben wiedergekommen. Und sie erzählt eine grässliche Geschichte. Was ist hier passiert? Die Seewipern sind passiert. Jetzt braut sich ein neuer Sturm zusammen. Und ich fürchte, dass sie der Grund dafür sind. Mastengewe erholt sich unten. Hört selbst, was sie zu sagen hat. Schön. Dankeschön. Seewipern sind verrückt. Sie versuchen, noch einen Orkan zu erschaffen. Noch ein Orkan? Was meint ihr damit? Sur, Wirkwild und ich haben nach einem Ersatz für das Steuerrad gesucht, als die Seewipern uns überfielen. Sie haben uns auf die Insel mit dem gestrandeten Flaggschiff des Dominions gebracht. Sie haben Dinge dort getrieben. Schreckliche Dinge. Was haben sie getan? Diese dreckigen Maorma haben meine Kameraden hochgeschleppt und an diese schlangenförmigen Statuen gebunden. Dann haben sie zu singen angefangen und wurden von Blitzen umzuckt. Genau dann begann sich der Sturm, um die Insel herum zusammenzubrauen. Die Seewipern haben den Sturm erzeugt? Ja, ich bin mir da sicher. Es war ein schrecklicher Anblick. Die Seewipern waren so mit ihrem Ritual beschäftigt, dass ich mich befreien konnte. Ich habe versucht, mir Sur zu schnappen, aber der Blitz hat ihn festgehalten. Dann hat einer der Seewipern an ihm gezerrt. Ich sah das Handgelenk des Maorma aufleuchten. Warum würde das Handgelenk einer Seewiper leuchten? Die Maorma trugen Magnetsteine um ihre Handgelenke. Damit konnten sie diese Blitzfesseln ignorieren. Aber ich konnte nichts mehr tun. Deshalb bin ich vom Schiff gesprungen und davongeschwommen. Bitte, lasst nicht zu, dass sie meine Kameraden opfern. Das werde ich verhindern. Dann erholt euch mal gut. Ich wollte eigentlich mein Inventar umfallen. Weiter stehen müssen wir nicht. Sondern eher mal, dass wir das alles bei dem Lela verkaufen bekommen, sobald wir auf dieser Insel runter sind. Besorgt einen Magnetstein von der Seewipern. Oh, ich hab irgendwie einen Feind wohl aufgelockt. Oh, ja, da braut sich was zusammen.
Nachbarn haben den Verstand verloren. Heute werdet ihr mich nicht töten. Okay, dann kehrt zu Kapitän Jamila auf die Vagabund zurück. Machen wir doch mal. Wir werden die Reparaturen bei Flut abschließen. Wir müssen. So. Sur und Wirkwild sind zurückgekehrt, als die Himmel gerade aufklarten. Sie sind ein wenig feucht, aber sonst in Ordnung. Mein Lauerer sagt, dieser muss euch danken. Ja, ich habe das Ritual aufgehalten und eure Mannschaft befreit. Dann schließen wir die Reparaturen ab und verschwinden bei Flut von hier. Oh, und eure Freunde. Die Seesoldaten haben die Seewipern abgewehrt, während ihr meine Mannschaft gerettet habt. Sie sind immer an Bord willkommen, egal wie lange. Vielleicht sehen wir euch in Mistral wieder. Ihr werdet immer einen Platz auf der Vagabund haben. Das ist schön zu hören. Dann schließen wir mal die Quest ab. So, dann haben wir eine Quest auch erledigt schon. Das geht ja schnell. Das nehme ich gerne. Gehen wir in den Tempel der Sichelmole, um da uns die Himmelschaft zu holen. Ich weiß nämlich nicht, ob es da nochmal zurückgeht, und das liegt gerade gut auf dem Weg. Denke, dass das der letzte ist. Hier ist die Priesterin. Sehr schön. Ja.
Halt! Kommt nicht näher! What? Ich will das sagen lassen. Ich gehe näher, wie ich will. Ja! Da bist du. Ja, ich würde gerne mit dir reden, aber unsere Zeit ist heute schon um. Ja, ich würde sagen, wir setzen das beim nächsten Mal fort. Und dann schauen wir, was es hier in diesem Tempel zu entdecken gibt. Und ja, bleibt gesund und bis dahin, ciao, ciao.